Moin Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie versprochen gibt es diese Woche die Fortsetzung zu dem Thema in Sneaker investieren und nachdem ich im letzten Video einmal grob die Basics des Sneaker Games erklärt habe und auch schon mal angefangen habe, die Zeiträume, in denen ihr investieren könnt, zu betrachten, möchte ich gerne darauf aufbauend in diesem Video weitermachen. Dementsprechend steige ich gleich mit der ersten Frage ein, nämlich welcher Schuh in welcher Zeitkategorie investiert werden sollte. Grundsätzlich möchte ich das Ganze an diesem Punkt aber auch nochmal etwas vereinfachen, denn ich finde, man kann hier die drei Holds, den Short, den Mid- und den Long-Term-Hold einmal zusammenfassen. Grundsätzlich basieren die Annahmen zu diesen Investments auf denselben Grundsätzen, dementsprechend fasse ich das Ganze hier zusammen. Insgesamt ist es nämlich in dieser Kategorie so, dass es sich hier um Schuhe handelt, die einen gewissen Hype haben können. Das bedeutet, die haben eine kurzfristige Nachfrageerhöhung. Nehmen wir hier zum Beispiel die Dunks. Hier betrachten wir 2 Jahre, was jetzt gesamtwirtschaftlich gesehen nicht sonderlich lange ist. Diese Schuhe haben einfach eine gewisse Entwicklung nach dem Release, die ich euch hier kurz einmal erklären möchte. Denn bei Hype-Schuhen ist es so, dass wir zum Zeitpunkt des Releases ein deutlich höheres Angebot haben als die eigentliche Nachfrage. Und deswegen ist es auch so, dass hier die Leute, die diese Schuhe gekauft haben, um sie dann weiter zu verkaufen, diese natürlich direkt loswerden möchten. Das Ganze bedeutet, dass diese Leute sich in einen Preiskampf begeben und sich die ganze Zeit selber unterbieten, nur um ihren Schuh möglichst schnell loszuwerden und bloß nicht darauf sitzen zu bleiben. Das Ganze heißt aber auch, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt bzw. in diesem Zeitraum versucht zu verkaufen, ist es unfassbar stressig und anstrengend, mit dem ganzen Thema mitzuhalten. Deswegen empfehle ich in der Situation grundsätzlich, einfach mindestens 3 Monate bis nach Release zu warten und eure Schuhe dann zu verkaufen. Denn in diesem Zeitraum konnte ich erfahrungsgemäß feststellen, dass wir hier diese Angleichung haben und alle diese Leute diese Schuhe verkauft haben. Für all diejenigen, die aber an dem Punkt investieren möchten, rate ich euch, in diesen ersten 3 Monaten auf jeden Fall zu kaufen. Denn hier gibt es immer wieder Leute, die die Schuhe sehr günstig auf den Markt werfen und ihr hier natürlich dann die Wertsteigerung abgreifen könnt. Ist dieser Punkt der Gleichheit einmal erreicht, gibt es nur noch einen Weg nach oben. Denn das Angebot bleibt die ganze Zeit gleich, weil wir natürlich einen limitierten Schuh haben. Dementsprechend ist irgendwann natürlich auch die Nachfrage höher als das Angebot und die logische Konsequenz davon ist, dass der Schuh im Preis steigt. Daher hier nochmal kurz zusammengefasst mein Fazit zu dem Punkt. Ihr solltet auf jeden Fall eure Schuhe ungefähr 3 Monate halten bis nach Release, weil ihr euch dann einfach dieser stressigen Situation nicht aussetzt. Möchtet ihr selber in einen Schuh investieren, ist dieses Zeitfenster genau das Richtige, euch die Schuhe zu kaufen. Dementsprechend haben wir das Thema Hype Releases jetzt schon mal abgehakt. Es gibt aber auch noch weitere Schuhe, die hier in die Kategorie fallen. Denn grundsätzlich kann es natürlich auch sein, dass hier ein klarer Sommerschuh zum Winter herauskommt und dementsprechend macht es natürlich keinen Sinn, diesen Schuh dann schon zu verkaufen, sondern eher noch zu warten. Das Ganze kann natürlich auch etwas dauern, deswegen eben auch in der Kategorie Hold. Weil wenn man das Ganze jetzt eben aus der Perspektive mit diesen 3 Monaten noch betrachtet, zieht sich das Ganze natürlich im Zeitraum vom Winter, bis diese Leute die Schuhe auch loswerden. Dementsprechend fällt der Preis dieser Schuhe noch länger oder vielleicht auch sogar noch tiefer. Und deswegen hier klar die Kategorie Hold, weil man das Ganze einfach im Zeitverlauf beobachten muss und sich dann eben entscheiden muss, wann man verkaufen möchte. Das war es jetzt aber zu dem Thema Hold und wir kommen zu dem Thema Long-Term Investment. Grundsätzlich würde ich euch aber empfehlen, bei den Sneakern hier wirklich bei dem Thema Hold zu bleiben, weil Investment ist äußerst kritisch. Denn hier ist eine wichtige Voraussetzung, dass die Schuhe ein Sammlerpotenzial haben. Das heißt, es muss nicht nur eine geschichtsträchtige Silhouette sein, sondern es muss zusätzlich auch noch ein geschichtsträchtiger Colorway oder sogar eine Kollaboration auf einer angesagten Silhouette sein. Dementsprechend ist das Ganze für einen, der jetzt nicht so in der Leidenschaft drin ist für das Sneaker Game, so einfach das zu beurteilen, weil hier einfach die Liebe zu dem Ganzen fehlt. Daher könnt ihr nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, okay, der Schuh wird steigen und der nicht. Denn sagt man jetzt zum Beispiel, ja, Travis Scott, wenn der Name draufsteht, wird der Schuh extrem teuer und ist ein gutes Investment. Das mag vielleicht für die Air Jordan Ones oder auch
die Air Jordan 4er Stimmen. Betrachtet man jetzt aber die anderen Kollaborationen mit Travis Scott, wie den Air Jordan 6 oder ich glaube den Air Jordan 36, sehen wir hier nicht die gleiche Preisentwicklung. Denn diese Silhouetten sind nicht so angesagt und auch zwischen den angesagten Silhouetten sieht man hier klare Unterschiede. Um das Ganze zu verstehen und auch fühlen zu können, rate ich deswegen, ein Sammler zu sein und deswegen erst über ein Investment nachzudenken. Ansonsten bleibt bei dem Thema Hold, da tut ihr euch deutlich leichter mit und ihr geht kein so großes Risiko ein. Für dieses Kapitel möchte ich jetzt aber nochmal ein kleines Fazit ziehen. Denn grundsätzlich ist es eben so, dass bei den Holds das Ganze auch auf einen strikten Zeitraum betrachtet wird. Wenn ihr jetzt aber euch keinen Zeitraum nehmt, in dem ihr diesen Schuh verkaufen möchtet, geht ihr das Risiko ein, dass ihr hier Geld verliert oder vielleicht zum falschen Zeitpunkt verkauft. Denn grundsätzlich ist hier auch wichtig zu wissen, dass natürlich im Rahmen der Aufwärtsbewegung hier die Interessenten, die bereit sind, diesen Schuh zu kaufen, immer weniger werden. Denn nicht jeder hat 800 oder 900 Euro für ein paar Schuhe, um sich das dann auch anzuziehen und zu tragen. Daher solltet ihr das wirklich bei der Beurteilung eures Zeitraums, in dem ihr den Schuh behalten möchtet, berücksichtigen, da ihr hier meiner Meinung nach zumindest definitiv eher in dem Aufwärtstrend irgendwo verkaufen solltet als oben bei dem Knick, weil hier besteht doch ein enormes Risiko, dass sich dieser Aufwärtstrend schnell in einen Abwärtstrend bewegt und dann könntet ihr sogar Geld verlieren. Daher meine Empfehlung, bleibt bei dem Thema Holds, da tut ihr euch wieder sonderlich schwer, noch geht ihr ein großes Risiko ein. Da wir jetzt aber gerade das Thema Preisprognosen schon mal angesprochen haben, möchte ich jetzt auch gleich eine Ebene weitergehen. Denn grundsätzlich stellt sich natürlich auch die Frage, wie man beurteilen kann, wo die Schuhe sich wohl preislich so hinbewegen werden. Das Ganze kann man aber zusätzlich auch noch in zwei weitere Kategorien einteilen, nämlich einmal, wo der Preis nach dem Release sein wird und auf der anderen Seite aber auch, wo der Schuh vermutlich sich hinbewegen wird. Um jetzt herausfinden zu können, wo der Schuh direkt nach Release sein wird, solltet ihr in erster Linie herausfinden, was denn ungefähr die Interessengruppe dieses Schuhs sein wird. Denn ist es nur die breite Masse, haben wir einen klaren Unterschied des Preissegments zu einem Schuh, der nur für Sneakerheads oder nur für Sammler interessant ist. Grundsätzlich ist es natürlich auch noch möglich, dass es hier das Gesamtpaket gibt, aber das kommt schon äußerst selten vor. Haben wir jetzt diese Interessengruppe herausgefunden, wissen wir schon mal, in welchem Preissegment wir uns bewegen und damit kann man aber auch schon einen groben Rahmen festsetzen, in welchem Bereich man hier dann vermutlich seinen Profit abschöpfen kann. Zusätzlich sollte man in diesem Rahmen aber auch noch berücksichtigen, wie das Ganze so auf den sozialen Medien aussieht. Denn ist auf jedem dritten Post in den sozialen Medien der Schuh abgebildet, der jetzt demnächst erscheint, kann man hier doch erahnen, dass es eine sehr, sehr starke und große Nachfrage gibt. Ist es zusätzlich zum Beispiel jetzt auch noch ein Schuh, der für die breite Masse eher interessant ist, dann wissen wir, dass der Dip nach dem Release vermutlich nicht so tief sein wird, wie beispielsweise ein Schuh, der jetzt keine so große Nachfrage hat, aber schon bei 500 Euro eingepreist ist. Also zum einen sollte man wissen, was realistische Preise für die Schuhe sind, was man beurteilen kann anhand der Interessengruppe. Auf der anderen Seite sollte man aber auch so das Feedback ein bisschen mit einbeziehen, um beurteilen zu können, wie groß dieser Knick nach Release sein wird und wo der Schuh dann ungefähr verkauft werden wird. Denn auch das ist natürlich wichtig, wenn man irgendwann einsteigen möchte. Grundsätzlich, um auch hier nochmal das Thema der Marktsättigung von vorher aufzugreifen, haben wir eine extrem große Stückzahl und eine extrem hohe Nachfrage, wie beispielsweise bei dem Ende des letzten Jahres erschienenen Air Jordan 11 Cool Grey, sieht man hier, dass der Dip nicht sonderlich stark ist, aber wir sehen doch eine relativ langgezogene Abwärtsbewegung, die sich aber irgendwann umkehren wird. Also auch hier wichtig, Interessen gegeneinander abzuwägen und auch hier realistisch zu beurteilen, wie die Silhouette wohl sich entwickeln wird. Aber jetzt machen wir weiter. Denn jetzt haben wir schon mal einen Preis, wo der Schuh nach Release ungefähr sein wird. Jetzt ist es natürlich aber auch wichtig zu wissen, wo sich dieser Schuh denn hinbewegen wird. In diesem Zusammenhang wird es jetzt nochmal etwas schwieriger. Denn hier ist es zusätzlich auch noch wichtig zu beurteilen, wie die Nachfrage auf lange Sicht wohl sein wird. Das Ganze fängt mal damit an, dass man eben versucht, über die Referenzmodelle, also ähnliche Modelle herauszufinden, wo die preislich wohl gelegen sind. Nehmen wir hier beispielsweise die Dunks,
So haben wir hier verschiedene Colorways in verschiedenen Farbnuancen, können hier also gut beurteilen, wo sich das Ganze wohl hinbewegen wird. Zusätzlich hat man aber den Vorteil, dass man beispielsweise bei StockX sehen kann, wie viele Schuhe vor dem eigentlichen Release schon verkauft worden sind. Diese Zahl ist enorm wichtig, denn auch das ist ein Indiz, wo der Schuh preislich wohl irgendwann hingehen wird. Denn je mehr Leute wir haben, die vor dem Release einen überteuerten Preis für diesen Schuh zu zahlen, umso höher ist allgemein auch die Bereitschaft, viel Geld für diesen Schuh zu bezahlen. Und dementsprechend kommt er natürlich auch gut an. Das heißt, je höher die Verkaufszahlen vor dem eigentlichen Release sind, umso schneller werden wir den Knick nach dem Drop überwinden und umso schneller wird die Umkehr stattfinden und der Preis wird sich nach oben bewegen. Damit wissen wir jetzt vermutlich auch schon, wo der Preis sich vermutlich hinbewegen wird. Das ist aber auch der Punkt, an dem ich jetzt in diesem Video erstmal Schluss machen möchte, denn wo genau ihr die Schuhe verkauft und was ihr dann noch mit einfließen lassen solltet in eure Entscheidung, möchte ich gerne in einem anderen Video erklären. Grundsätzlich ziehe ich jetzt hier nochmal ein Gesamtfazit von dem Video. Ihr wisst jetzt also, woran ihr festmachen könnt, welcher Schuh wie lange gehalten werden muss. Ihr wisst, wo der Preis wohl nach Release sein wird, also wo ihr vielleicht für ein Investment einkaufen könnt. Und ihr wisst aber auch, wo er sich vermutlich hinbewegen wird. Und ihr könnt auch beurteilen, was ein realistischer Preis ist, für den ihr den Schuh verkaufen könnt. Ich glaube, das ist jetzt aber auch dann insgesamt erstmal genug Input für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gut gefallen. Wenn es so ist, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video nächste Woche. Bis dahin, Freunde, haut rein!